Das wird dann Gott machen. Ja, es ist einfach so, dass vieles missverstanden wird, einfach dadurch, durch die religiöse Lehre von evangelischer und katholischer Kirche. Ja, komm. Womit ich aber nicht sagen will, dass Christen aus der evangelischen und katholischen Kirche schlecht sind, Ich sie glaube, werden nur durch da kommen wir vieles gleich zu. Das wird missverstanden. auch spannend gleich. Also Übrigens, im ich kann Grunde sagen, ich glaube, genommen, der Worte sind genug gewechselt genau. diesbezüglich. Ganz kurz, Ich bin ein bei Satz noch. Da muss ich sowieso kurz aufs Klo. Also im Grunde genommen sagt Gott, leb dein Leben, aber leb es fair. Nein, das sagt Gott ganz sicher nicht. Guten Abend, Deutschland. Hallo, Danke für guten die Abend. Einladung, lieber Ich Knacki. habe übrigens immer noch hier stehen. Jesus liebt Knacki, ne? War ja von oben Befehl. Ja, das freut mich sehr. Das ist wunderbar. Das soll auch noch lange, lange dort stehen bleiben. Mach ich, mach ich. Ja, Gratulation erstmal zum Nachwuchs. Ja, danke vielmal. Ja, ich habe mich sehr gefreut. War sehr anstrengend und aber ja, die Freude ist Ach natürlich du, das groß. klingt nicht nur deine Frau. Ja, man fiebert ja mit, man weiß ja nie, was kommt und ja, und dann fiebert man schon mit, dass der Frau, dass es ihr gut geht, dass es dem Kleinen gut geht, ja. Ja, auch nicht schlecht. Hallo Marc. So. Gratulation auch aus Hamburg. Ich habe wirklich nicht viel Zeit, Schwiegereltern sind noch da, aber eine Sache. Könnt ihr bitte aufhören, euch von dem Wort religiös zu differenzieren? Wir sprechen doch dieselbe Sprache, oder nicht? Das ist Religio kommt aus Deutsch. dem Lateinischen und bedeutet Anbindung. Ja, aber du findest eine Definition in Wörterbüchern und in Lexika. Und diese Definition ist der Glaube an einen Gott oder an mehrere Götter und die damit verbundene Praxis in Kult und Lebensform. Das bedeutet Religion. Wenn du sagst, du glaubst an irgendetwas, dann bist du ein religiöser Ist Mensch. aber nicht das, was Religion wirklich bedeutet, denn es kommt aus dem Lateinischen, religia anbinden und alles, was da Also im sprechen wir Nachhinein nicht dieselbe interpretiert oder Sprache. definiert wird, ist zwar so, Also aber sprechen wir nicht dieselbe Sprache. richtig. Okay, vielleicht Okay. kann ich Deswegen da. haben wir es aber auch deutlich differenziert. Gut, dass du es sagst. Jetzt ist er weg. Mist. Er hat nur kurz Zeit, er hat noch Besuch zu Hause. Das war Nein. Ich wahrscheinlich wollte gerade nicht. sagen, gut, dass du es sagst, weil das, was er anspricht, haben wohl viele in dem Moment im Kopf gehabt, ist nämlich ganz wichtig. Machen wir gleich, aber erstmal lassen wir den Patrick mal zu Wort Er ist eh kommen. weg. Okay. Aufgeholt. Ja, also eben zum Thema Religion. Unser Herr Jesus Christus hat nie gesagt, wir sollen eine Religion gründen. Und in den Evangelien steht nie was von Religion. Und Jesus hat auch nie gesagt, ihr seid meine Schriftgelehrten oder meine Bibellehrer oder ihr seid Evangelisten. Jesus hatte gesagt, ihr seid Zeugen und von ihm. Wir sind also Zeugen unseres Herrn Jesus Christus. Und von Religion oder Kirchen, von der Gemeinde ist klar, das hat er sicher gesagt, aber sicher nichts vom katholischen Glauben oder von Religion. Richtig. Genau. Und was ich dir schon immer mal sagen wollte, der Lan Hiob, dich habe ich ja da beim Let's Play gesehen, ja. Ich wollte ja da mit dir reden bei dem letzten Let's Beim Let's Play-Stream. Play, beim Let's Play. Oh Gott, ich habe so viele Livestreams gemacht auf meinem Kanal. Let's Play war eine einzige Sendung, die ich woanders gemacht habe. Kennst du keine anderen Sendungen? Du hast mich nur beim Let's Play gesehen. Nee, ich habe dich schon ab und zu mal gesehen, beim Let's Play wollte ich ja mit dir reden, aber die Freundschaft mit Let's Play, die ging ja jetzt zu Bruch, weil ich habe ihn dreimal gewarnt. Und ich habe ihm gesagt, dass er wie dieser Goldman, Frank Goldman oder wie dieser heißt, der hat mich ja geblockt und man soll mich nicht blocken, ja. Dreimal hintereinander, das hat er ja dann ignoriert und ja, jetzt sind wir ja nicht mal die besten Freunde. Also ich habe ihn auch nicht mehr abonniert. Das Na, geht. dann hau raus, was wolltest du mir sagen? Ja, ich wollte dir einfach sagen, weil du bist ja ein Libertärer, ja. Nee. Und was bist du? Ich bin Ian Hiob und ich bin keine Schublade, in die man mich steckt. Ja, okay, Ich ja, bin also. das lasse ich gerne noch zu Christ, aber ich bin auch Mann. Und ich bin auch 2 Meter groß, aber so libertär oder wie stellst du dich ein? Da habe ich keine Schublade. Da habe ich Okay. ein Denken, was ich auch gerne frei anspreche. Also ich will hier nichts verheimlichen oder ein Schwurbelprinz sein, wie man mir da auf Let's Play-Seite unterstellt hat, sondern möchte mich nur nicht in eine Schublade stecken. Habe trotzdem eine Also. klare Positionierung und Meinung. Das hast du sicherlich mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, der hört es hier nochmal. Da kann ich dir sagen, ich bin jemand, der ganz klar sagt, schade niemanden sei im Einklang mit der T Natur und ja, das, was letztendlich das Leben fördert und auch die Gemeinschaft fördert, mach, was du willst darüber hinaus, solange du niemanden schadest, um das so kurz zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ob das libertär ist, ich weiß nicht, wie man das einstellen kann, aber mit diesem Schubladendenken habe ich nichts zu tun. Ja, weil du in diesem Stream hast du ja gesagt, es gäbe ja eine Möglichkeit, dass die Menschen frei sind, dass man eine andere Regierung wählen kann, dass man, ich weiß nicht mehr, um was es ganz genau gegangen ist.
Es ist einfach darum gegangen, dass du gesagt hast, ja, schaut mal her, wir sollen alle nett zueinander sein und wir können miteinander, wenn wir alle nett zusammen sind, diese Welt regieren. Also so habe ich das irgendwie verstanden. Oder liege ich da falsch? Also das habe ich so nicht gesagt, aber so hast du es offensichtlich verstanden. Was, worauf willst du jetzt hinaus? Ja, ich will darauf, darauf hinaus, weil egal, wer jetzt an die Macht kommt, verstehst du, egal, was für Menschen das jetzt regieren, seien das jetzt die Rechten oder die Linken, ja, die Grünen oder die Gelben oder die Pinken, ja, okay, nur mal angenommen. Der Einzige, der richtig regieren kann, der beste König ist und fair richten kann, das ist einfach Jesus Christus und es gibt niemand anders. Und auch wenn wir eine Regierung stürzen, haben wir im Laufe der Geschichte gesehen, da kommt schon gleich der nächste Tyrann. Und du hast ein Denken, das kommt irgendwie von Woodstock, bist vielleicht da, ihr, ich möchte nicht beleidigen, ein bisschen stehen geblieben dort, man sieht es vielleicht auch beim Aussehen oder vielleicht beim Konsumieren, also ich möchte dich wirklich nicht angreifen, aber eben dieses Denken, wir sind frei und ich tue dir nichts, du mir nichts und so ist die Welt nicht in dieser Welt, wo du lebst. Das wollte ich dir einmal sagen. Und wenn man da Lösungen sucht, ja, gibt es nur eine Lösung, das ist unser Herr Jesus Christus, denn der wird gerecht richten, ja. Und wenn wir Regierungen stürzen oder wir Menschen selber versuchen, aus dieser blutverschmierten Welt eine bessere Welt zu machen, das geht nicht. Das geht nur, wenn wir Christen an unseren Herrn Jesus Christus glauben und das Wort verkünden, verstehst du? Und du bist ja nicht nahe, du bist ja nicht fern vom Evangelium. Woodstock, Patrick, Woodstock, mein lieber Bruder Patrick, hin oder her, ganz sicher habe ich niemals abgestritten, dass Jesus der König dieser Welt ist und positioniere mich selber als Christ, auch in dieser Sendung heute gehört. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und hat Jesus denn was anderes gesagt als haltet zusammen und verbrüdert euch und ihr und wir alle sind auch Brüder und Schwestern. Ist es nicht so? Und genau das ist das, was du gerade möglicherweise als Woodstock bezeichnest. Ich habe in den 70er Jahren nicht gelebt. Ich habe lange Haare. Sicherlich ist das nicht verwerflich, was ich rauche und was ich konsumiere. Im Allgemeinen kennt man von mir und meinen Sendungen, wo ich äußerst klar und lösungsfokussiert auch bin. Dennoch habe ich niemals abgestritten, dass die Welt des Teufels hier als Lösung Jesus Christus und gleichzeitig Gott außerhalb der Welt des Teufels, nämlich das, was wirklich ist, beinhaltet. Das habe ich niemals abgestritten, niemals deutlich gesagt. Dennoch unterstellst du mir hier gerade etwas, was nicht ganz richtig ist. Ja, weil du sagst eben die Natur. Also was, bist du was jetzt ist denn die Natur? Ja, ist die Natur nicht auch ein Teil Gottes? Also Gott hat die Natur geschaffen, ja, und wir haben ja auch Naturgesetze, oder? Du hast ja noch nie einen Wasserfall nach oben fließen sehen, ja, und diese Naturgesetze kann ja nur Gott ändern, wir Menschen nicht, ja. Wir können die Naturgesetze nicht ändern. Und die Frage, die ich dir stelle. Nee, ich wollte einfach mal klar wissen, wer ist der Lahn Hiob? Bist du jetzt ein Christ und der König, wo bei dir regiert, ist Jesus Christus? Oder sagst du, ich bin ein Christ, aber regieren tut die Natur? Und das, was die Natur alles hervorbringt. Ich wollte einfach hier unterscheiden, darum auch Woodstock, ja? Wer kontrolliert die Natur? Was bringt die Natur hervor? In welchem Einklang ist es? Was natürlich ist? In Gottes Einklang. In Jesus. Ja, Amen. Also, ich habe dich jetzt richtig verstanden. Du bist ein Christ. Wirst du dich jetzt... Bruder. Sehr gut, das reicht mir schon. Ich habe nur so deutlich positioniert gesagt. Das ist jetzt hier in der Sendung ein interessanter Zufall. Dennoch, ja. Ja, Gloria Deus, das freut mich unheimlich. Jetzt bist du mein Bruder. Ja, dann lasse ich mal die anderen reden. Übrigens, dank euch. Also, ausgeglichene Runde. Ich komme endlich mal zu meinen Pinkelpausen. Nicht ohne Grund habe ich vor fast einer Stunde schon gesagt zu Knacki, oder lass es eine halbe Stunde her sein, Knacki, du solltest mal ein paar Christen hier einladen oder zumindest Leute, Menschen, die sich auf, wie nannte es Global Underground News, auf das Wort Gottes berufen, der so. Das nochmal von Religion getrennt hat, wodurch unser Mark Steffens jetzt auch wieder gegangen ist. Der hat noch Besuch, der ist nicht alleine. Ja, aber diese Aussage davor, aha, alles klar, also du glaubst jetzt, ich weiß gar nicht mal, was er gesagt hat, muss ich mir nochmal angucken, und dann war auch weg. Also das war schon in Kombination. Ach, wir machen bestimmt nochmal eine Runde. Und, und eins muss ich dir noch sagen, Hiob, eins muss ich dir noch sagen. Also in dem Stream, wo dich der Let's Play wirklich verletzt hat und wirklich nicht gut behandelt hat, Er hat mich nicht gut behandelt, aber verletzt hat er mich. Ja, du hast sehr gut reagiert. Da musste ich mir manchmal eine Scheibe abschneiden. Da hast du sehr gut reagiert.
Also hast du wirklich viel eingesteckt und hast dir Bruderliebe gezeigt. Und ich zeige es heute noch, weil ich heute auch immer noch positiv über alle Menschen wie Tony Mahoney und Let's Play rede. Obwohl, heute habe ich schon zweimal gesagt, oh, Tony Mahoney, okay, ich gebe das zu. Dennoch habe ich auch an derselben Stelle gesagt, nein, da ist kein Hass, da ist auch keine Feindschaft 1.0, ihr werdet euch erinnern, so, ansonsten guckt euch die Sendung nochmal an, Feindschaft 1.0 entstanden, vielleicht einseitig, aber nicht von meiner Seite. Das habe ich auch deutlich gesagt. Das ist mir eben wichtig und ohne über Gott und Jesus zu sprechen, sage ich dennoch, wir sitzen alle im selben Boot, wir sollten zusammenhalten, wir kommen weiter, wenn wir zusammenhalten. Also diese Bruderliebe, was du gerade ein bisschen angeprangert hast, Patrick, ist für mich einfach, um auch Jesus oder Gott nicht zu erwähnen, eine Möglichkeit, die Menschen zu erreichen mit dem, was mir wichtig ist. Ich bin davon überzeugt, wenn wir zusammenhalten, und davon muss ich nicht mal über Gott sprechen, dann erreichen wir mehr. Und bin gleichzeitig, auch wenn ich es nicht erwähne, davon überzeugt, dass es ja im Gottes Sinne ist, solange wir im freien Willen das, was der andere auch freiwillig will, tun, ohne niemandem zu schaden, ist es im Einklang nicht nur der Natur, sondern die Natur ist Gott. Gott ist allerdings mehr als die Natur, denn so wie ich eine Individualität besitze, das kommt übrigens auch aus dem Lateinischen, individere, dividere ist teilen, kennt ihr, divide and conquer, individere ist die Negativform, also unteilbar. Ich bin natürlich eine Unteilbarkeit, eine Individualität, und wenn ich diese Eigenschaft besitze, dann muss Gott auch eine individuelle Eigenschaft besitzen, also so etwas wie eine Persönlichkeit haben. Das heißt, ich bin nicht Gott, so wie die Esoterik nämlich immer wieder, Aleister Crowley allen voran, erzählt, du bist Gott, tu, was du willst, sondern ich habe sicherlich die Fähigkeit, ich habe Hände, ich kann schöpfen mit meinen Händen, nicht nur Ton kann ich formen, ich kann auch ein Regal zusammenbauen, einen Garten bearbeiten, ich kann sicherlich schöpfen und auch mit meinem Geist kann ich schöpfen, wenn ich mir etwas vorstelle und wenn es nur das Regal ist, wie will ich es aufgebaut haben, dann habe ich es im Geist erst geschaffen und später geschöpft. Dennoch bin ich nicht der Erschaffer dieser Welt und ich bin auch nicht Gott, obwohl ich göttliche Eigenschaften besitze. Und Gott muss, davon bin ich überzeugt, so wie ich auch eine Individualität besitzen. Und das ist trotzdem noch was anderes als das, was die Kirche erzählt. Gott, der alte Mann auf der Wolke, der böse ist und hart über dich richtet und eine Religion will. Und wenn du nicht in dieser Religion bist, so wie die Menschen, die Naturmenschen hier da, primitiven Menschen, sagt man auch so schön, niemals von Jesus oder von der Bibel gehört haben, die müssen ja auch in die Hölle kommen. Nein, das kann doch nicht Gott sein, sondern trotzdem hat aber auch Gott eine Individualität. So, genau. Da. Ja, also da muss ich auch mal noch was sagen, weil Gott ist ja Liebe und wenn wir die Liebe auf dieser Welt wegmachen, dann haben wir Hass, ja. Und Gott ist ja auch Licht und wenn das Licht weg ist, haben wir Dunkelheit, oder? Und das müssen wir auch einmal sehen. Und ja, ich sage ja, wenn Gott im Zentrum lebt, in uns und wir Brüder sind, uns einander lieben, aufeinander zugehen, uns einander helfen, im Zentrum mit Gott, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und was ich noch sagen wollte, ich habe einfach das Gefühl, vielleicht gehört das jetzt nicht rein, aber das wollte ich mal sagen, dass dieser Tony Mahoney diesen Let's Play wirklich so verändert hat, dass der dermaßen schlecht wurde und ich habe das Gefühl, dass dieser Let's Play wirklich vom Tony richtig ausgenutzt wird. Das finde ich schade, das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, aber jetzt lasse ich euch mal reden. Ich glaube, da steckt einfach eine gewisse Energie dahinter. Ja, lass uns das Thema erstmal hier beiseite lassen. Knacki, sorry. Ja, ich glaube, jetzt reicht es auch mit Gott und Jesus, oder? Der Michael, der musste auch schon zum Essen weg. Und ich würde sagen, theoretisch könnte man an der Stelle echt einen Cut machen. Ich fand, das war echt ein gutes Statement bis jetzt, auch in Sachen Gott. Und diese Gottnummer könnten wir wirklich nochmal als Sonderthema machen, wenn wir ein paar gute Leute zusammenkriegen. Ja, sehe ich auch so. Ja, ich auch, ja. Ja, Worte sind genug gewechselt für heute. Und ganz wichtig, der Patrick, der ist gut handelbar, wenn man ihn nicht frontal angreift. Immer schön merken. Ich glaube, wir haben noch nie Probleme ernsthaft gehabt, ne? Nee. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bewundere ja ein bisschen die Leute, die an Gott glauben können, ne? Weil ich kann es einfach nicht, weil Religionen wurden aus meiner Sicht immer missbraucht und das ist einfach, da hängt einfach viel zu viele negative Erinnerungen dran. Das ist Daher kam auch jetzt ein bisschen die Diskussion mit Marc, der jetzt wieder gegangen ist, hier Marc Schleffens, weil er Religion und Gott gerne zusammen sehen will und gleichzeitig aber Global Underground News und ich gesagt haben, das gilt es zu trennen. Wie du selber sagst, Religion ist da so ein bisschen, wie ich finde, mit Recht negativ behaftet. Okay. Und
auch Jesus, das hat Patrick gerade nochmal deutlich gesagt, sagte nicht, gründet eine Religion nach mir, sondern im Gegenteil. Er hat ja gerade dieses Kirchenkonstrukt sozusagen angeprangert, dieses starre Gebilde. Und hat, genau, ja. Genau. Ja, richtig. Das lesen wir auch in den 7-Cent-Schreiben der Offenbarung. Und ja. Dort redet ja unser Herr Jesus Christus in der Prophetie über die katholische Kirche, wie alles entstanden ist, die Reformation, alles, was wir durchgelebt haben. Und man muss einfach sagen, dass Religion wird von den Menschen ausgenutzt und die Menschen werden dann versklavt, ja. Und das ist sicher nicht der Sinn und Zweck von unserem Herrn Jesus Christus, dass das so, so ist. Und wenn wir die katholische Kirche anschauen oder andere, ich sag mal, Sekten, Religionen, dann passieren da schon schlimme Sachen. Ja. Und dann werden eben die anderen abgeschreckt und sagen sich, ja, von diesem Gott will ich nichts wissen. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen, ja. Der Markt nimmt nochmal Anlauf, der hat irgendwie nur einen dringenden christlichen Notfall. Ach, ich hab's gerade der Punkt schon rein. Also er möchte auf jeden Fall auch einen Termin machen, das finde ich super. Ich denke jetzt die 2 Minuten, Marc, die du reinkommst, die machen wir auf jeden Fall, werden nicht ausreichen. Na klar machen wir die, aber die werden nicht ausreichen. Machen wir nochmal einen Termin, schreibt da. Ja, ich, wenn alle damit einverstanden sind, würde ich sagen, keine Ahnung, lass uns nächsten Sonntag 18 Uhr. Nee, da kann ich nicht und Michael auch nicht. Da sind wir in Vorbereitung für den Stream, den wir nächsten Sonntag machen. 16 Uhr, dann seid ihr noch nicht in Vorbereitung. Oje, 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 vielleicht. Ja, keiner Wochentag. Fang euch einfach ein die Woche mal. Alles gut. Ja, bei mir wäre es immer so am späten Abend am besten. Alles klar. Ja, gut, halt, wie gesagt, ich kriege schon irgendwie zusammen. Machen wir nächste Woche ganz genau. Ja, kriegen wir hin. Dann machst du vorher eine Ankündigung. Und sonst Mittwoch irgendwie unter der Woche, 22 Uhr oder so, späten Abend. Keine Ahnung. Irgendwie so. Kein Thema. Wir warten noch eben auf den Marc, sonst kriegt er wieder Puls. Okay, und da muss ich aber auch los. Ja. Ja, also Hiob, also das freut mich jetzt, dass ich mit dir reden konnte. Und was ich noch ganz kurz zu dieser Zeit, bis da der andere Markus kommt oder wie er heißt, Sünde ist, was viele Leute falsch verstehen, Sünde ist, wenn man von Gott getrennt lebt. Und das ist sehr, sehr wichtig, ja. Also nicht Sünde ist, wenn ich jetzt abnehmen will und dann esse ich trotzdem Schokolade, ja. Das wollte ich auch nochmal sagen, ja. So, da ist der Marc. Und jetzt aber nicht so hektisch. Also, ja, ganz langsam und so, dass mich jeder versteht. Ich verstehe, dass ihr euch von dem Begriff Religionen, so wie man sie kennt, das Christentum, meinetwegen auch das Heidentum, der Islam und so, teilweise trennen wollt. Und dass ihr sagt, ihr seid zwar gläubig, habt aber nichts mit den Religionen zu tun. Das ist eure eigene persönliche Definition. Ja, ich warte mal ganz kurz. Warte kurz. Nur Einsatz. Mach bitte sofort weiter. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, wenn ich sage, ich bin Christ, bekenne ich mich nicht dann doch zu einer Religion? Ist mir nur gerade aufgefallen. Entschuldigung. Mach weiter. Herrn Jesus Christus. Darum heißt er Jesus Christus, okay. Und du sagst, okay. Du bist Christ. Entschuldigung, Marc, bitte. Ihr merkt das, ich habe wirklich nicht viel Zeit, meine Frau steht schon in der Tür. Nein, es geht mir darum, ihr müsst es natürlich nicht, aber es ist eine Hilfe, wenn ihr das Ganze von außen seht. Für jemanden, der mit dem ganzen Zeug nichts zu tun hat, ja, für den seid ihr religiöse Menschen. Und ich möchte gerne, falls wir denn doch dieselbe Sprache sprechen sollten, und anscheinend tun wir das, wir können ja Worte miteinander austauschen und so, wir scheinen ja alle Deutsch zu sprechen. Und diese Sprache wurde von Menschen erfunden. Und diese Menschen haben sich darauf geeinigt, welcher Begriff was bedeutet. Ja. Und ihr sagt zwar, ihr habt mit Religionen nichts zu tun, aber für jemanden, der nicht an Gott in irgendeiner Form glaubt, für Atheisten, Agnostiker und so, seid ihr religiös. Stimmt. Weil religiös bedeutet halt eben, dass ihr an irgendetwas glaubt. Wenn ich an das pinke Einhorn in meinem Keller glaube, von dem ihr mir nicht beweisen könnt, dass es nicht da ist, dann bin ich ein religiöser Mensch. Du hast recht mit der Definition, Entschuldigung, ja. So, gut, ein Atheist glaubt auch. Ja, er glaubt auch, dass die Wissenschaft recht hat. Das stimmt. Er glaubt auch, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber stimmt, du hast recht, das Wort religiös passt eben, obwohl wir es eben abgestritten haben, schon auch zu der Beschreibung, so wie du es vorhin dargestellt hast, auch im Wörterbuch steht. Auch wenn ich dazu sage, die wirkliche Bedeutung ist ... Hast du recht? Okay, jetzt haben wir es geklärt. Könnt ihr ja in eurem Kreis klären. Ihr könnt euch ja gerne von Katholiken und Evangelien abgrenzen oder so. Aber für jemanden, der sagt, pass auf, ich weiß nicht, ob es den Urknall gegeben hat. Für mich steht fest, ein intelligentes Wesen steckt nicht dahinter. Für so jemanden seid ihr alles religiöse Spinner.
Ist auch ein Glaube, ist eine andere Geschichte, aber stimmt, ja, du hast recht. Darf ich noch schnell was sagen? Ich möchte nur diesem Markus noch schnell was sagen. Mark. Weißt du, Markus, die Mark. Wissenschaft, Mark. Ja, Mark. Mark. Ja. Ja, darf ich noch schnell, weißt du, die Wissenschaft musste, gehen wir mal davon aus, also sagen wir so, die Wissenschaft musste seit den letzten 2000 Jahren immer wieder umgeschrieben werden, ja? Ja. Immer wieder neue Entdeckungen, das hat man nicht gewusst, das hat man dann entdeckt und so, ja. Aber die Bibel, die wurde noch nie umgeschrieben seit 6000 Jahren. Und das soll dir mal ein Ansporn sein, heute Nacht das einmal zu studieren. Die Bibel, ja, das älteste Buch, ja, das wurde noch nie umgeschrieben, hat keine Fehler. Aber die Wissenschaft, die wurde x-tausendmal umgeschrieben, ja. Das war auch wirklich übrigens ein kannst du mal sehen, flexibel. Das war mal ein gutes Schlusswort. Wir sind raus, Rest später.